Hallo, willkommen bei Nopo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz kurz was zu Teichabdeckung. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon und aus meiner Erfahrung würde ich immer sagen, deckt euren Teich ab. Kann man wie hier im Beispiel bei mir ganz einfach mit einem Stahlgerüst ein paar Weltkunststoffplatten und einer Plane machen. Muss ja nicht immer viel kosten. Grundsätzlich ist das recht einfach, geht mit Hohlkammerplatten oder anderen Materialien sicher noch besser und effizienter. Aber auch das fängt schon Temperaturschwankungen ab, hält den Teich im Herbst länger warm. Und durch den Gewächshauseffekt ist auch im Frühjahr wieder schneller warm. Man hat weniger Schmutzeintrag. Vor Zufrieren ist das im Ganzen eigentlich geschützt, weil selbst bei ein paar Tagen Minustemperaturen und dadurch, dass da eigentlich der Windschill gebrochen ist, kommt da halt eben kein Wind mehr ran. Also grundsätzlich eine gute Sache, sollte man für sich überlegen. Wie gesagt, kann man auch ganz einfach lösen. Nur nicht hermetisch abdecken, man sollte schon sicherstellen, dass nach wie vor auch Gasaustausch und stattfindet und Luft an den Teich kommt. So viel von mir, hoffe ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Schönen Tag euch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo,